dein Geheule anhören. Soll nicht mal auf den Schulhof kacken? Du, das wird aber interessant mit dir. Ja, was geht, Freunde der Auswelt, recht herzlich willkommen, Switch rüber und let's rock. Okay, egal was ich getan habe, es tut mir leid, ich mache es nie wieder. Soll ich die Schulordnung abschreiben? Kein Problem, ich habe zu Hause noch 20 Kopien. So. Hey, da hätte ich mal drauf kommen müssen, wo ich die abschreiben musste. Kann ich jetzt wieder gehen? Lexa, so einfach kommst du mir diesmal nicht davon. Setz dich bitte mal hin, ja? Alles klar, du zeigst mir, wo es lang geht. Finde ich gut. Erzähl mal, wo drückt der Schuh? Bei mir drückt nichts. Ich habe Latschen an. Lexa. Die können auch drücken lassen. Sehr gute Füße für eine Frau. Erstmal, schön, dass du gekommen bist. Hat Hassan letzte Nacht auch zu mir gesagt. Ich wünschte, ich hätte dasselbe zu ihm sagen können. Nein, das hört sich nicht gut an. Du kannst dir ja sicherlich schon denken, wieso du hier bei mir bist. Nee, weil ich hergelaufen bin. Ich rede eher... Eigentlich eine sehr plausible Antwort. Von der Aktion heute Morgen auf dem Schulhof. Entschuldigung, Melanie hat mich angeguckt, ja? Da muss ich mich doch wehren. Da kann ich ihr doch mal schön ins Gesicht rotzen. Alle. Ja, da hat ja eigentlich recht. Ist klar, das besprechen wir dann morgen. Ja. Na tolle Wurst. Ich rede von der Aktion gestern mit Jana. Du. Ach so. So, naja. Deswegen würde ich... Ich hab's auch nie. Deswegen habe ich nie zuerst irgendwas gesagt, sondern den Lehrer oder Direktors mir sagen lassen, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich nicht verplapper und irgendwas sage, was die noch nicht rausgefunden haben. Du meinst was mit dem Kaugummi? Welches Kaugummi? Oh. Kein Kaugummi. Darüber reden wir dann übermorgen. Na gut, die ganze Woche ist dann schon verplant. So. Halt die Fresse, Lexa. Du hast Jana gestern in den Graben geschubst. Zu Recht. Wieso zu Recht? Sie hat mit Hassan WhatsApp geschrieben. Und worum ging's? Sie hat ihn gefragt, was sie im Bio aufhaben. Hätte sie doch gleich fragen können, ob sie wollen. Und wegen bloß wegen so einer Frage, was sie im Bio aufhaben? Diese harmlosen sehr Frage, gut. Hast du sie dann in den Graben geschubst? Güllegraben. Es war ein Güllegraben. Na gut, dann kann ich's verstehen. Lexa, eine weitere... Ist ja theoretisch dann weich gelandet, also kann man sich nicht beschweren. Eine Sache, die uns aufgefallen ist, wenn du in der Schule bist, was ist... Was ich kaum bin? Richtig, was du kaum bist. Aber wenn du hier... Die ist kaum in der Schule, wie kann das so viel passieren? Bis es uns aufgefallen, dass du in den Pausen heimlich Alkohol trinkst. Ich trinke nicht. Gut. Ich desinfiziere innere Verletzungen. Lexa, es gibt gewisse Regeln hier an der Schule, an die sich jeder halten muss. Und da gehörst auch du dazu. Entschuldigung, es gibt mehrere, die sich nicht an die Regeln halten. Wieso sitzt du wahrscheinlich hier? Hm? Warum ist Bello nicht hier? Das war auch bei uns auch so, aber da würden alle im Büro sitzen, Mann. Bello ist unser Schulhund? Er hat gestern auf den Schulhof gekackt. Oh. Nicht cool. Hat das wenigstens weggemacht? Er sitzt heute nicht hier und muss sich dein Geheule anhören. Soll nicht mal auf den Schulhof kacken? Du, das wird aber interessant mit dir. Ja, das ist sehr gut. Steh auch dich mal hin und kack einfach auf den Schulhof, ihr Hund. Sehr geil. Ich würde das nächste dazu auch noch zutrauen. Ich scheiß mir ein. Den Trisha hatte ich eben schon hier. Die hat sich auch schon bei Jana entschuldigt. Genau. Und Deutschland ist in der Vorrunde ausgeschieden. Als ob ich diesen Scheiß glauben würde. Lexa, es geht um dein Verhalten allgemein. Gibt's da noch eine Folge, wo Trisha dort ist? Das wäre geil. Was machst du jetzt? Ich ruf Trisha an und frag sie, ob das stimmt. Die wird im Unterricht sein, da erreichst du sie nicht. Wie viele Stunde ist jetzt? Die dritte fängt jetzt an. Dann ist sie jetzt wieder in ihrem Karton. Du, Trisha! Dann ist sie jetzt wieder im Karton. Die ist hier in unserer Schule und trotzdem im Karton. Wo sind die Eltern? Was geht ab? Halt die Fresse! Du, sag mal, hast du dich bei Jana entschuldigt? Ja. Sag mal, bist du komplett behindert? Laut Arzt nur 15%. Lexa, leg doch bitte ab. Na gut, wenn der Arzt das sagt, dann muss es auch so sein. Auf, so kommen wir nicht weiter hier. Bist du beim Schulsod? Ja, Mann. Wegen dem Feuerzeug? Halt die Fresse, Trisha! Brennt die Brotdose noch? Halt die Fresse! Lexa, ich... Die reiht sich immer mehr rein. Ich möchte, dass du dich aufrichtig und ehrlich bei Jana entschuldigst. Wie, geht neuer Termin? Wenn Gott wollte, dass ich anderen in den Arsch kriege, wäre ich ein Zäpfchen geworden. Lexa, was mach ich? Das wird ein interessantes Leben, du. Ich denn bloß mit dir? Mich nach Hause gehen lassen? Du hast immer nur coole Sprüche und dann kommt da aber nichts, weißt du? Dahinter... Wieso, da kommt doch genug? Merkst du es nicht? Deckt nicht viel. Mensch, wach doch mal auf, Lexa. Lebe doch mal deinen Traum. Hab ich schon... Das macht sie ja die ganze Zeit, würde ich so sagen. Wochenende gemacht. Oh. Am Montag brauchte ich einen Anwalt. Lexa... Mit deinem aggressiven Verhalten, da willst du doch nur verbergen, dass du eigentlich schwach bist. Dass du nach Liebe suchst, nach Geborgenheit. Du musst nicht immer auf cool tun. Du darfst auch mal weinen. Du darfst mal traurig sein und... Ich kann mir vorstellen, dass sie den gleich eine klatscht. Ich würde es auch machen. Auch mal durchhängen. Das ist in Ordnung. Wenn du reden möchtest, Lexa, dann bin ich für dich da. Dann bin ich immer für dich da. Okay? Wow. Okay, das... Danke, ne?
Okay, gut. Alles klar. Hey, kommt da jetzt noch irgendwas Blödes nach? Herr Schulsozialarbeiter, eine Frage habe ich noch kurz. Ja, gerne, Lexa. Was liegt dir auf dem Herzen? I am the one. Vielen Dank fürs Zuschauen. Herzliches Dankeschön an Lou, der hier wieder sein Praktikum gemacht hat. Du wirst immer besser. Warum? Sehr geil, oh mein Gott. Teenie-Mütter, Peggy und Joels Familie picknicken. Ich glaube, das kenne ich noch nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan, abonnieren. Dies sind verabschiede ich und bin damit raus.